Schneller, Fox. Wir haben die Runden mitgezählt und stehen bei minus 3. Es gibt noch 3 Runden. Wenn Hook sie alle gewinnt, dann hat er die Chance, den Gürtel hier zu behalten. Der Ringrichter hat gerade in der Ringpause, Sie haben es vielleicht im Hintergrund gehört, vom Hallensprecher hier bekannt gegeben, nochmal beim Kampfgericht hinterlegt, dass der Cut über dem Auge von Lebedev durch Schlagwirkung von Hook entstanden ist. Würde bedeuten, wenn deswegen nicht weiter geboxt werden könnte, wäre der Russe nach den Regeln der Verlierer dieses Kampfes. Aber so weit muss es natürlich nicht kommen. Das ist ja entsprechend versorgt worden in der Ringpause mit dieser bekannten Mischung aus Adrenalin und Vaseline im Verhältnis 1 zu 1. Schöne Rechte von Hook. Nur so kann es noch gehen. Die 10. Runde. Einmal in seiner Karriere hat Lebedev diese bestritten. Eine 11. und 12. hat es für ihn als Profi noch nicht gegeben, als Amateur natürlich sowieso nicht. Und insofern darf man noch ein bisschen hoffen für diese letzten beiden Durchgänge auf einen Konditionsvorteil von Hook. Aber noch ist Lebedev alert genug, gewarnt genug, um dann im entscheidenden Moment die Distanz zu verlängern und nach hinten zu gehen. Probleme bei der Fußstellung, links gegen rechts Ausleger, gerade noch mal schön als Lehrbeispiel sozusagen hier zu sehen in der Max-Schmeling-Halle, in der Marco Hook zurückliegt, wenn er seinen Gürtel behalten will im Cruisergewicht der Klasse unter dem Schwergewicht, die so attraktiv ist, weil sie so beweglich gestaltet wird von Musterathleten. Keine dicken, plumpen Männer im Ring, sondern alles austrainierte Jungs mit der nötigen Schlaghärte. Wenn er diesen Gürtel behalten will, dann muss er noch was tun. Marco. Fast ausgekontert worden hier von Lebedev. In seinem Vorwärtsdrang auf jeden Fall durch einen leichten Kinnwischer des Russen ausgeblockt worden. Wenn er untergeht, ich erinnere noch mal an den Spruch von Uli Wegner, dann mit fliegenden Fahnen. Es wird langsam Zeit, die Fahne zu hissen. So zum Beispiel. Noch ein weiterer Cut bei Denis Lebedev, der ein bisschen hat leiden müssen im Verlaufe dieses Kampfes. Die 10. Runde war bei Hook. Wir hatten vorher gesagt minus 3. Dann sind es jetzt noch minus 2. Dann kann er das noch schaffen, wenn er diese beiden Durchgänge gewinnt. Und dann geht es vielleicht doch über die Punkte. Viele haben das nicht geglaubt bei der Urgewalt dieser beiden Boxer. Aber möglich ist es natürlich immer. Und jetzt schon ein bisschen wahrscheinlicher. Aber aufgepasst, auch Uli Wegner hat das noch mal seinen Schützling eindringlich mit auf den Weg gegeben. Keinen Niederschlag kassiert. Ein Niederschlag wäre, selbst wenn er sich davon erholt, punktetechnisch nicht mehr aufholbar wahrscheinlich. Wieder diese gefährliche Linke von Lebedev und wieder gut mit der Rechten angeboxt. Bei Hook fehlt halt nach wie vor die linke Fürhand. Da war Lebedev noch rechtzeitig weg, auch wenn der Jubel des Publikums einen anderen Eindruck suggeriert. Eddie Koppen trennt die beiden Kämpfer jetzt noch mal. Keine größeren Probleme, abgesehen von den 2 Tiefschlägen in diesem Gefecht. Lebedev wird absolut austrainiert. Wer sich hier Hoffnung gemacht hat, dass er den 11. Durchgang vielleicht konditionsmäßig nicht mehr durchsteht, der sieht sich getäuscht. Nur noch 1 Minute und 20 Sekunden bleiben Marco Hook, um sich diese Runde zu sichern, die bisher aufgrund der größeren Aktivität eher bei Lebedev ist. Er will. Er riskiert mehr als Arthur Abraham. Das sieht man schon.
Aber es reicht bisher nicht gegen diesen gefährlichen Mann. Da war das Trainkommando schon da. Dann kam noch mal dieser Aufwärtshaken von Lebedev. Marco Huck antwortet mit der Rechten. Wieder keine Führhand bei Marco Huck. Noch 30 Sekunden. Die beiden Cuts sehen nicht so aus bei Lebedev, als ob sie kampfentscheidend sein könnten. Und so wie diese Runde bisher verlaufen ist, wird Huck in der letzten noch mal alles auspacken müssen, wenn er denn dahin kommt. Er braucht jetzt noch mal eine Aktion in dieser Runde. Weiß man im Sauerlandlager ein bisschen mehr. Kann es sein, dass Marco Huck mit dem Gewinn der letzten Runde den Titel doch behalten darf? Also für mich wäre es dann allenfalls ein Unentschieden, das muss ich ganz ehrlich sagen. Man weiß nie, was die Ringrichter bzw. die Punktrichter in diesem Fall natürlich werfen. William Lurch aus den USA, Larkin Hukunga aus den Niederlanden und Manuel Olivier Palomo aus Spanien. Ja, die Linke, wo bleibt die? Die Linke und dann, wie Uli Winkler zu sagen pflegt, Babab. Aber Babab macht im Moment eher Dennis Lebedev. Jetzt kommt die Rechte von Marco Huck nochmal. Eine mächtige Rechte, aber nicht genau im Ziel. Versucht das zu machen, was er kann. Und er versucht trotzdem auch, die Vorsichtsmaßnahmen seines Coaches Uli Wegner zu beachten. Da ist er auch gut beraten gegen Dennis Lebedev. Aber er muss noch ein, zwei Aktionen bringen jetzt, auf jeden Fall. Sekunden jetzt gleich noch in diesem Moment. Marco Huck ist ziemlich viel unterwegs im Ring, ohne den direkten Kontakt mit dem Gegner zu suchen. Da müsste jetzt noch mal was kommen. Lebedev hat jetzt auch nichts mehr zuzusetzen. Ist aber ein bisschen offensiver auch in diesem letzten Durchgang als Marco Huck. Versucht das Geschehen zu bestimmen. Jetzt nochmal der Weltmeister. Judge Lagner Omar scores it. 115-113 for Huck. William Lurch scores at 116-112 for Lebedev. Manuel Oliver Palomo scores at 115-113 to the winner by split decision, aus Deutschland. And still, WBO Cruiserweight Champion of the World, Marco. Captain.